Squid Game. Was brauche ich? Was? Drück mir 1, 2 oder 3. Guten Tag, meine Freunde, ihr habt sich alle einen weiteren Teil gewünscht von den verfluchten Nummern. Nur das Problem ist, wir haben halt wirklich jede Nummer angerufen, die es im Internet gibt oder die ihr uns geschickt habt. Deshalb haben wir was anderes vor, Leute. Und zwar, ihr kennt ja aktuell die beliebteste Serie der Welt, Squid Game. Die Serie hat im Internet verschiedene Nummern und die werden wir anrufen. Mal schauen, was passiert. Ihr wisst ja, wenn wir da anrufen, dann werden ja, also zumindest in der Serie ist es dann so, dass ihr abgeholt werdet, betäubt werdet und dann in irgendeinen Untergrund gebracht werdet und da dann um euer Leben spielt. Wir sind sehr gespannt, was heute passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas Creepiges passiert. Alina genauso. Deshalb werden wir auch mit ihrem Handy anrufen, weil ich habe zu viel Angst. Wir werden meine Nummer erstmal auf anonym stellen, weil Leute, ihr wisst nicht, wer am Telefon ist, was passieren könnte, wenn jemand rangeht. Man weiß es einfach nicht. Deswegen immer anonym anrufen. Wir rufen jetzt die erste Nummer an, Leute. Die Nummer kennen wir nicht. Das ist auch nicht die aus dem Video, also aus der Serie. Die fängt mit 0 an und die in der Serie fängt mit 8 an. Deshalb rufen wir da jetzt an. Ich bin sehr aufgeregt. Meine Hände schützen schon ein bisschen, Leute. Und wichtig ist, nicht auflegen, auch wenn jemand rangeht. Oh Gott. Weil ich weiß ganz genau, dass wenn wir Angst bekommen, dass sie immer auflegen. Ja, Mann. Wovon jetzt? Ich bin nervös. Warte, warte. Willst du nicht? Nein. Okay, ich würde jetzt bei der Nummer anrufen. Das Ding ist, ich kenne halt nicht die Regeln von Squid Game, sage ich mal. Es gibt keine. Es gibt keine. Du sagst den Namen, die holen dich ab, Alina. Und nicht du darfst sagen, wo die dich abholen, sondern die holen dich ab. Wo ich sag, die also sagen. Deinen Namen einfach. Na, da willst du. Okay, okay. Wünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Stopp. Bitte versuch. Es nicht gibt, erreichbar. Es gibt die Nummer. Also die Nummer gibt es. Die Nummer gibt es wirklich. Nur, wir rufen vielleicht gerade zum aktuellen falschen Zeitpunkt an. Warte, aber Vorwahl war ja 01. Versuch mal mit 82. Das ist 82 die Vorwahl. Ach so. Ja, ich habe da irgendwie 82 gemacht. Wir rufen jetzt bei derselben Nummer an, nur mit halt USA-Vorwahl. Ich glaube, ich rufe oder nee. Na, mach du. Mach jetzt. Ich kann nicht. Nein, mach. Ich habe immer so Angst, Leute, wenn ich das mache, weil ich weiß noch nie, was passiert. Okay, ich rufe da jetzt an. Und wenn jemand rangeht, du legst nicht auf, nur mal so. Hey, wurden wir weggedrückt? Nein, ich glaube, die Nummer gibt es irgendwie nicht. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet, Leute. Aber gerade eben wurden wir auf jeden Fall nicht durchgestellt. Okay, okay. Also, was aufregen, weil ich niemals da rangehe. Okay, ich rufe an. Nein! Anrufen. FaceTime-Audio? Okay, ich rufe an. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Aber bitte rufen Sie die aus. Die Nummer hat ja echt existiert, das wisst ihr alle. Es gab ja einen Skandal, Leute, weil Netflix halt die Nummer von einer Frau, ich glaube Kim hieß sie, veröffentlicht hat. Und da gibt es halt dann so ein Problem. Deshalb wurde die Nummer jetzt wahrscheinlich gelöscht und aus der Serie wurde die auch entfernt. Das heißt, wenn ihr die Serie schaut, dann ist sie, ich glaube, entweder so halt verschwommen oder ihr seht sie gar nicht mehr. Ich habe nicht geguckt, aber ich habe vorher gehört, dass es da raus ist. Sie haben da irgendeine andere Nummer jetzt drin. Also ich habe gesehen, dass die E-Mail jetzt so halt so verschwommen ist. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was da ist. Wir rufen jetzt aber bei derselben Nummer an, nur mit USA-Vorwahl. Ihnen gewählte Rufnummer. Die nächste Nummer, keine Ahnung, was für eine Vorwahl das ist. Die nächste Nummer haben wir so random im Internet gefunden. Also ich weiß nicht, von wo die Nummer ist, was für eine Story die Nummer hat. Weil ihr wisst, Leute, von den Gruselvideos, jede Nummer hat eine eigene Story. Irgendeine gruselige Story hat immer, immer jede Nummer. Der Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später. Oh mein Gott. Die Nummer gibt es auch, Leute. Nur, wie gesagt, falscher Zeitpunkt. Die wollen nicht rangehen. Die haben ihr Handy wahrscheinlich extra ausgeschaltet. In der Serie Squid Game geht es halt darum, dass ihr halt, also die Person, die verschuldet ist, kommt halt in so ein Spiel rein. Du bekommst so eine Karte, da ist so ein Kreis und ein Dreieck und so ein Viereck drauf. Auf der Rückseite steht eine Nummer. Du rufst da an und dann musst halt alles beantworten und dann holen die dich ab. Und diese Nummern, die rufen wir ja gerade eben an. Und ihr werdet dann in einen Untergrund oder was auch immer das gebracht. Und dann ist euer Einsatz euer Leben. Aber ihr könnt ganz viel Geld gewinnen. Das heißt, wenn ihr da gewinnt, sind eure kompletten Schulden weg. Und ihr habt sogar noch extra Geld. Aber Problem ist, von 456 Spielern gewinnt nur einer. Ja, das Game wäre ja was für Eck.
Wirklich, ich schwöre sogar. Ich habe direkt an Ecke gedacht. Ja. Ich auch, ja. Wirklich, ich habe mich so vorgestellt. Aber mir ist aufgefallen, dass ich direkt beim ersten Spiel verloren hätte. Ja. Wir rufen jetzt beide Nummer an, Leute. Die Nummer. Oh mein Gott. Es klingelt. Ich bleib dran. Ich habe mich geschoben. Was ist das? Es klingelt einfach. The person you are calling is currently unavailable. Please leave a message after. Oh mein Gott. Ich bin euch ehrlich, Leute, weil bei den anderen Nummern ist niemand rangegangen. Da dachte ich, okay, da geht auch niemand ran. Oder es klingelt nicht mal. Es hat einfach geklingelt. Das heißt, die Person telefoniert gerade selber oder ist halt gerade beschäftigt, aber es hat geklingelt. Das heißt, wir können später die mit Person der Nummer nochmal. Die Person telefoniert nicht. Sie hat gerade einfach nie ihr Handy dabei oder ist gerade auf irgendwo beschäftigt, Alina. Ich finde es gerade voll krass, dass da jemand reingegangen ist. Also nicht reingegangen, sondern dass die Nummer wäre später nochmal für so. Was hättest du gemacht, wenn jemand reingegangen wäre? Ich würde sagen, hello. Ich würde sagen, hello. Ich hätte bestimmt so richtig fett Stimmbruch bekommen. Krass, Leute. Ja, deswegen versuchen wir es nochmal. Später? Ja. Okay. Also die nächste Nummer, Leute, vor der haben wir richtig, richtig Angst. Also wirklich, da bekomme ich schon Schweiß in meine Händen und so fühle ich mich ein bisschen wie Alina, Leute. Wir haben so sehr Angst, dass ich nicht von meinem Handy anrufen möchte, sondern von Ingas Handy, weil ich mich nicht traue. Und wir haben noch nie irgendeine Nummer von Ingas Handy angerufen. Noch nie. Wirklich, noch nie. Also die Nummer haben wir aus dem Forum, Leute. Und bei der Nummer stand halt dabei, dass wenn du auflegst, nachdem jemand reingegangen ist, vorbei. Die Nummer wird für dich gelöscht und du kannst ja nie wieder anrufen. Aber wenn du dran bleibst, kommt dann irgendeine Person an Apparat und sagt, fragt dich halt so tausend Fragen gefühlt und die muss dann auch beantworten. Dann wird irgendwie so Abholort vereinbart und dann musst du dann hingehen und bist du abgeholt. Und wir haben wirklich, wirklich krass Angst. Wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck, wer redet? Ja, warte. Und was passiert, wenn du nicht zum Ort gehst? Oh, bestimmt, die holen dich zu Hause. Ich stell dir vor, du bist disqualifiziert. Du weißt, was heißt disqualifiziert? Das Schlimmste, was du denkst. Ja. Yeah. Okay, mal jetzt schnell, schnack, schnuck. Und die Person, die verliert, muss auch seinen Namen sagen. Nein. Doch. Ich sag nicht meinen Namen, ich sag deinen Namen. Du weißt genau, warum ich deinen Namen sag. Nein. Doch. Okay, mach schnick, schnack. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Nein! Warte, ich war nicht dabei. Nein! Aber vielleicht geht ja auch gar nicht. Ich weiß nicht, ich hab's noch selber nicht ausprobiert. Leute, welchen Namen soll ich geben? Ich will nicht meinen Namen geben. Bei Gott, ich zeig Annette Schneider. Dürim, mach Annette Dürim. Dürim, okay. Oh mein Gott! Seid ihr bereit? Nein! Wie ist Eis, Leute? Oh Gott! Da kennt ihr das? Stellt euch vor, das passiert nichts und ihr macht euch unnötig Sorgen. Das ist egal. Kennt ihr das nicht, wenn ihr so aufgeregt seid, dass ihr anfängt zu lachen? Mir geht die Luft auf. Weil ich ein bisschen Kopfschmerzen bekomme, ist mir ein bisschen schwindelig geworden. Du rufst ja schon an. Wie, du rufst schon an? Mach laut. Hi, my name is Lara. Welcome to the Squid Game. The rules are simple. The play press 1. The stop press 0. The pickup location, press 1. Was bringt mir 1, 2, 3? Congratulations for the login. Your game number is 380. 381, 380. I will meet you up at 3 a.m. tomorrow. I know who you are. You have confirmed it and can no longer get out. Sorry. The game is only interrupted if the majority of the players are involved. Aber, ey, du hast Games gesagt, jetzt ist ja nicht wo, wir dich nicht abholen. Hä? Wo? Ich hab gar nichts gesagt. Welche Nummer? 380. 381. 380. Ich hab auch 380. Verstanden. Wir sind 380. Du bist nur 88. Ich bin kein. Was ist 380? Gibt es einen 380-Spieler? Ja klar, es gibt aber 001. Es gibt so viele, wie viele halt mitmachen. 001 war der erste Spieler, der Ersteller. Und 456, der Gewinner, war der letzte, der eingetreten ist. Danach gab es keinen mehr, der reingetreten ist, weil es der letzte war. Und Ecke ist sozusagen die 100 Vorletzte. Vielleicht warst du das, der angerufen hat. Wer weiß schon, wer angerufen hat.
Wir haben es auf Video. Wir sehen gleich aus. Okay, also... Ja, warte. Digga, die sagt ja morgen um 3 Uhr morgens, holt die mich ab. Warte mal kurz. Zu Hause? Eck? Fängt aber... Deine Handynummer ist mit 380 am Ende. Oh mein Gott! Ey, das kann bitte nur Zufall sein. Ich bin Hobbs. Ich hab dich geliebt. Ich hab das. Hey, stell dir vor, was wir sehen durch die Kamera oder so. Was ist denn dein Gesicht? Was ist denn die Face-ID? Oh mein Gott. Tja, ja, verstehst du nicht? Die hast du irgendeine Zahl gedrückt? Nein, ich hab. Doch! Irgendwas gedrückt. Ich hab auch gesehen, dass du irgendwas gedrückt hast, aber was hast du gedrückt? Wo hab ich das gedrückt? Und dann hat es gesagt, Login. Da bist du drin. 380 ist die Ende deiner Telefonnummer. Oh mein Gott, warte mal kurz. Ey, du verstehst es nicht. Die machen da so Spiele. Und du kannst nichts von den Spielen. Natürlich verstehe ich das. Du bist. Digga, ich hätte niemals erwartet, dass jemand reingegangen ist. Dass jemand reingeht. Diese Nummer. Also. Vor allem, was für ein Zufall in der 380. Also, war schön, YouTube, war schön, Leute. Ich hatte niemals erwartet, dass jemand reingeht. Vor allem Leute, die so morgen um 3 Uhr morgens wirst du abgeholt. Ich weiß, wer du bist. So. Nein, weißt du nicht. Weißt du, was ich am creepigsten fand? Das war Login. Ich nicht. Ich fand. Aber das creepy ist vor allem. Eingeloggt. Ja, vor allem diese Login, du kannst nicht mehr einfach so raus. Nein, du kannst gar nicht mehr raus, hat die gesagt. Du stellst jetzt zurück, dass ich dich morgen um 3 Uhr. Stell dir vor, morgen um 3 Uhr klopft es an der Tür oder so. Oder stell dir vor, ein Auto und Van steht davor und hupt oder so zum Einstieg. Morgen um 3 Uhr morgens bist du bei mir. Was hast du gedrückt, ist die Frage. Ich weiß nicht. Als Location. Das Creepige ist, die hat ja gesagt, ich soll eine Nummer auswählen und ich habe an die 3 gedacht. Aber ich weiß nicht, ob ich die 3 gedrückt habe. Und dann kommen die mit 380 und ich höre nicht was so, was? So was? Hä? Was war das erste nochmal? Das erste war nochmal was? Ich glaube nochmal die Regeln hören. Ich weiß genau, dass es gar keine Regel. Pick a location. To pick a location, press 3 and 3 ist ja 3. Three. Du hast 3 für Location. Oder du wirst abgeholt. Digga, was hier abgeholt? Nur das Helfer. Nein, immer gar nicht mehr. Nein, ich will gucken, wenn du anrufst, ob du eine andere Nummer bekommst. Was verstehst du damit, dass ich anrufe? Hey, dann soll ich zu. Ich hab mein Leben noch vor mir, Digga. Du bist verschuldet und hast nichts mehr. Natürlich. Ich würde dich auch so ins Game stecken, aber mich doch nicht. Hä? Ich bin schon ehrlich. Digga, ey, wenn wir zwei gegeneinander antreten, ich würde dich verraten. Ich würde dich in jeder Sekunde verraten. Ja, nein, ich sehe es, Alter. Ich will, dass du anrufst, wenn du mit mir spielst. Du, ich weiß nicht, ob du das verstehst. Was gibst du eigentlich genau? Das heißt, du oder ich? Weißt du noch nicht. Ach, ich ruf dich an! Ich ruf dich an! Hier, hier, warte, also für euch, Alter. Ich bin voll gespannt, ob sie eine andere Nummer kriegen würde. Ich bin voll gespannt, wenn Cell anrufen würde, ob du eine andere Nummer bekommen würdest. Ich ruf da nicht an. Wir hätten hier zusammen ein Zimmer. Alina, es gibt Zimmer. Du bist alle 456 Spieler sind in einer großen Halle mit Hochbetten, wo Hochbette 4-5 Bette hoch sind. Ja? Die Leute sind so krank in dem Spiel, dass sie deren Betten von... Du schläfst ganz um, die schmeißen dich. Dein Bett kippt. Das ist kein Spiel, wo du sagst, ah, Geld. Sobald das Licht aus ist. Kämpfen die gegen dich, die versuchen dich... Was? Das ist kein Spiel, wo du denkst, oh geil, Geld, Kinderspiele. Nein, nein. Weil danach gibt es keine Regeln. Es gibt ja keine Regeln, das ist ja das. In der Nacht, wenn das Licht aus ist, gibt es keine Regeln. Nur tagsüber, wenn die Soldaten, was auch immer das sind, da stehen und auf dich aufpassen. Hallo Leute, ich bin die 380. Ah ja, wie cool. Oh, nice. Leute, was denkt ihr? Denkt ihr, es ist ein Zufall, dass die 380 Alinas Nummer ist, plus ihre Telefonnummer endet ja mit 380? Also, ist es wirklich ein Zufall gewesen oder nicht? Weil wenn doch, dann muss es ein wirklich ziemlich, ziemlich großer Zufall sein. Also, wie wahrscheinlich ist es bitte, dass es die Nummer ist, die du halt besitzt? Wisst ihr, was ich meine? Und denkt ihr, das war echt?
Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich die nächsten Nächte schlafen soll. Was ist die nächste Nächte? Digga, du hast noch eine Nacht. Hallo! Sag doch nicht so! Ich weiß nicht, wie ich die Nacht schlafen soll. Naja, was heißt Nacht? Das ist schon fast Tag wieder so. Selina! Okay. Oh Gott, Leute, keiner weiß. Ich wünsche dir viel Glück, Alina. Danke. Ja, also ich werde auf jeden Fall nicht anrufen. Leider hast du das Spiel verloren. Vielleicht gewinnst du das Squid Game, keiner weiß.